Nummer 1 ist Ayran, dann kommt dann Raki. Kebab, Tüte, Wein ist normalerweise gehört nicht dazu. Tschüss. Herzlich willkommen bei 5 Minuten für Wein am Limit. Und heute geht's um den perfekten, den besten, den einen, den alles entscheidenden Wein zu. Ja. Heute aus Hamburg, Barmbek. Soul Kebab, normalerweise Ayran, aber wir haben Wein bei dem Schiedwetter. Das sieht ja wohl mal richtig gut aus. Und wie man das wirklich gut macht, das erfahren wir jetzt von Münes, dem Grillmeister. Moin, hallo Münes. Hallo, grüß dich. Hier ist cool bei euch, ne? Ist richtig schön. Auch eine schöne Atmosphäre hier übrigens. Dankeschön. Das ist eine Kultur aus der Türkei. Mhm. Das nennt man Adana-Spieß. Adana-Spieß, ja. Genau, das ist nur mit Lamm. Und da hast du gegrillte Pfeffer? Genau, also das gehört alles dazu. Also wenn sie nach Türkei gehen, ja, das bekommen sie ungefähr genau so. Und ja, was ist das Geheimnis von euren Gewürzen? Welche Gewürze nehmt ihr? Darfst du es verraten? Nee. Also okay, habe ich noch eine Frage. Ja. Ist soweit? Mhm. Okay. Und was ist das andere Geheimnis beim Grillen? Beim Grillen muss man Gefühle haben. Ah. Gute Auge, Gefühle und klar auch Liebe. Ah. Genau so sieht es aus. Ich sage ganz herzlichen Dank. Was heißt guten Appetit auf Türkisch? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Was heißt danke? Teşekkürler. Teşekkürler. Bir şey değil, rica ederim. Adana Kebab, Kebab. Ich trinke Wein dazu. Und zwar den Kolfok Querschnitt. Ist eine Blend 90% Zweigelt oder eben Rotburger, wie man in Österreich auch sagt. Und ein paar andere Sorten sind drin, ein bisschen Blaufränkisch, ein bisschen Syrah. Und das ist ein Wein von Stefan Wellanschitz. Glas bitte. Danke. Und das ist für mich der perfekte Wein. Auch wenn, ich sag mal, die Türken wahrscheinlich weniger Wein dazu trinken. Die haben ihre anderen Getränke. Ich finde Wein zum Döner richtig, richtig lecker. Muss aber einer sein, der ein bisschen Substanz hat, der mit der Schärfe des Gerichtes umgehen kann, der mit den vielen Aromen, die er auf dem Teller umgehen kann, vor allen Dingen mit der Petersilie, auch mit dem etwas Bitteren, mit dem Lammfleisch, mit dem Kalbsfleisch, was hier mariniert ist. Ist ja Geheimrezeptur hier. Und ah, das ist wirklich super, was der Stefan Jahr für Jahr hier abfüllt. Mazeration Carbonik, das heißt also, die Trauben werden sozusagen angegoren mit Stielen, Stängeln und wandern dann sozusagen aus dem Stahltank in große Holzfässer. Da gärt der Wein dann sozusagen zu Ende. Dadurch hat er eine unglaublich schöne Frische, hat sowas an Kirsche erinnernd, an Anis, an Pfeffer, tolle Gewürze, sehr unkompliziert und dann am Ende doch wieder classy, richtig mit Klasse. So, jetzt kommt der große Moment. Kolfok, den Querkopf aus dem Burgenland mit Döner Kebab. Jetzt sage ich es euch, Leute. Oh, ich probiere mal hier die, meine Fresse. Da muss man aber einen weiten Kiefer haben. Ich muss es ja zugeben. Echt köstlich. Mmh. Mmh. Sehr lecker. Mmh. Oh. Schön knuspriges Fleisch. Super gewürzt. Ja, scharf, aber nicht scharf, dass einem der Mund brennt. Angenehm. Toll auch wieder. So ein bisschen mit dem Salat kommt so ein bisschen leichte Bitterkeit rein. Mit den Tomaten kommt ein bisschen Säure rein. Und das spüle ich jetzt runter mit Käufer. Deutschlands Kebabwein Nummer 1. Wollte schon Dönerwein Nummer 1 sein. Das ist super. Das ist die beste Kombination von allen. Alle anderen sind Babbler oder Hunde. Geil. Döner, Döner, Döner. Kebab, Kebab, Kebab. Lecker. Bist du Kulfuck?
Isst du Kebab? Cheers. Das muss man eigentlich häufiger machen. Wir handeln damit noch. Kann man die auch versenden?